Guten Abend, jawohl, hallo, sehr, sehr geil. Also, dann funktioniert es ja. Sehr, sehr schön. Ich entschuldige die Verspätung, mir ist der Tee umgekippt, verdammte Hacke, gerade direkt vor dem Livestream. Deswegen muss ich das Ganze hier noch so ein bisschen kurz richten, versuchen, was zu retten und dann, genau. Also, können auch die anderen mich sehen, verstehen? Schreibt noch mal ganz kurz rein, bitte. So, genau. Wir haben ja heute ein Live-Coaching und alles top, wunderbar. Ein Live-Coaching und zwar zu dem Thema Instagram. Ja, Instagram. Und die liebe Lena, die ich gleich auch mit reinnehmen werde, hat sich auch bereit erklärt, an diesem Live-Webinar teilzunehmen, an diesem Live-Coaching, indem ich dann einfach auf ihr Instagram-Account komplett eingehe und dann anhand des Instagram-Accounts von der Lena ein paar Sachen erkläre, was man eventuell anders machen sollte oder könnte, um auch andere Resultate zu erreichen. Darum wird es jetzt gleich in diesem Live-Webinar drum gehen. Ich werde jetzt die Lena einfach mal kurz dazu holen und dann legen wir auch gleich los. Also, so, mal schauen. Wunderbar. So. Hallihallo, da ist sie ja. Hallo. Hallo, sehr, sehr cool. Das ist die liebe Lena. Also, wie ich schon ganz kurz gesagt habe, es wird heute um deinen Instagram-Account, Lena, gehen. Und diejenigen, die jetzt schon mal bei mir im Livestream mit dabei waren oder bei so einem Live-Coaching dabei waren, es geht nicht darum, den Instagram-Account komplett irgendwie schlecht zu machen oder sonstiges, sondern es geht ganz einfach darum, Mehrwert zu bieten, also das heißt auch dir dann, Lena, den Mehrwert zu bieten, dass du dann dementsprechend eventuell gewisse Sachen rausnehmen kannst, für dich umstrukturieren kannst, verändern kannst, weil ich sage jetzt mal so, egal ob du es bist oder jemand anders es ist, es spielt keine Rolle. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, hat uns auch immer dahin gebracht, wo wir jetzt gerade sind. So, das heißt, wenn ich eine bestimmte Strategie, einen bestimmten Plan fahre, bringt er mich immer nur an dieselben Ergebnisse. Das heißt, wenn ich jetzt etwas anderes vielleicht erreichen möchte, wenn ich irgendwie vielleicht mehr daraus machen möchte, dann muss es halt natürlich auch dementsprechend immer anderes oder andere Strategie her, beziehungsweise andere Sachen müssen, sollten umgesetzt werden. Ja? Und das ist einfach nur, um so ein bisschen diese Struktur oder diese Gedanken hin dran zu verstehen. Deswegen aus dieser Hinsicht schon mal, Lena, vielen, vielen Dank an dich, dass du dich bereit erklärt hast, dass du auch dabei bist und dass du den Mut hast, hier auch ganz klar mitzumachen, beziehungsweise auch dann dementsprechend ja, dir die Sachen auch anzuhören. Ne? Und für all diejenigen, die Lena jetzt noch nicht kennen, möchte ich einfach, dass die Lena sich mit ein, zwei Worten ganz kurz selbst vorstellt, bevor wir dann einfach einsteigen und in die Materie reingehen. Also, Lena. Deine Bühne. Ja, ich bin Lena, bin 28 Jahre alt und bin Hobbyfotografin, habe noch einen Hauptberuf nebenbei und mache das seit 2,5 Jahren. 2,5 Jahren, genau. Sehr gut. Wunderbar. Also das sind Leute, das sind die wichtigsten Informationen, die wir brauchen. Und deswegen sehr, sehr cool. Ich werde das jetzt gleich so machen, Lena. Ich werde meinen, oder auch für alle anderen, ich werde meinen Bildschirm teilen, ja, meinen Bildschirm teilen, um dann dementsprechend euch den Account von der Lena zu zeigen. So, ich muss mich nur ganz kurz hier anmelden auf Instagram, damit wir auch dann direkt sehen, von was wir sprechen. Folgendermaßen. So. Genau. Also wir sind jetzt hier auf dem Instagram-Account von der Lena. Und die Sache, also meine Frage immer, und die stelle ich jetzt gleich auch an dich, Lena. Meine Frage ist folgende. Wofür machst du diesen Instagram-Account? Hauptsächlich halt, um das zu zeigen, was ich mache und halt auch so, dass andere auf mich aufmerksam werden und vielleicht gerne Fotos von mir gemacht haben wollen.
Das ist so. Okay, super. Also das heißt, du willst damit auf jeden Fall Aufmerksamkeit generieren, du willst aber auch damit dann Also Kunden Werbung. anlocken. Ja? Kunden Nee, anlocken, das heißt zwei. diejenigen, die dann. Bitte? So. Wie gesagt, Kunden anlocken und dann dementsprechend auch ganz klar zeigen, was du kannst. Ne? Genau. Das ist ja das Ziel des Genau. Instagram-Accounts. Genau, Halt auch ein okay. bisschen Feedback bekommen, wie den Leuten halt das gefällt, was ich mache. Genau. Okay, super. Mal das sage ich hier drauf, hier rüber. Nee, das war jetzt nicht so gut. Immer ganz kurz. So, das darüber. Genau. Okay, super. Also, das bedeutet ganz klar, du willst damit Kunden erreichen. Du willst auch natürlich damit Leute erreichen, die dich dafür bezahlen. Ne? Also das heißt, du willst es ja nicht alles umsonst machen. Ja, aber im Moment habe ich ja noch kein Gewerbe angemeldet, ganz klar. Deswegen kann ich natürlich auch nicht sagen, hier, ich möchte jetzt Geld dafür. Klar, logisch, logisch. Nur, das ist ja nicht das Ziel, das Ganze ja immer kostenlos zu machen. Ne? Das heißt, das Ziel ist ja schon, Genau. dass du dann dementsprechend damit irgendwann mal Geld anfängst zu verdienen. Ne? Und ich sage jetzt mal, der Schritt an sich jetzt zum Gewerbe, ne, also zum Gewerbeamt an sich jetzt zum Beispiel, ist ja eine Sache von, keine Ahnung, von halbe Stunde, wenn es halt besetzt ist beim Gewerbeamt. Ne? Ich stelle ein Gewerbe aus und damit hat sich ja die Sache. So. Aber ich sage jetzt mal, unabhängig davon, ne, weil, wenn wir jetzt einfach mal diesen Gedanken einfach weiterfahren, ne, diesen Gedanken einfach weiterfahren, du möchtest damit natürlich Kunden anlocken, du willst auch den Leuten zeigen, was du machst, du willst auch damit ganz klar irgendwann mal auch natürlich in die Sache gehen, also das heißt Geld damit verdienen. Also das heißt, du willst ja den Leuten nicht einfach nur umsonst irgendetwas zeigen oder beziehungsweise nur umsonst irgendwann Shootings machen, sondern du willst ja den Leuten sagen, hey, schaut mal, ich bin die Lena, ich bin eure Fotografin und ihr kriegt von mir richtig geile Bilder, ihr kriegt von mir Ja. das, was ihr euch wünscht. Ja, das ist ja so immer so die Message nach hinten, nach draußen, ne? Genau. Genau. So, deswegen ist da ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den man auf jeden Fall, den man gehen sollte, wenn man jetzt diesen Gedanken einfach weiterverfolgt. Weil momentan auf dem Instagram-Account ist bei dir, beziehungsweise mit deinem Instagram-Account, beziehungsweise mit deiner kompletten Beschreibung, die du jetzt momentan hast, lockst du keine Kunden an, sondern eher Kunden, ja, die eher so ein bisschen abwenden, die Kunden. Ja, ich will auch Ja. gleich erläutern, warum. Ja, ich will einfach erläutern, warum, damit du das auch verstehst oder damit es dann die anderen auch sehen oder auch verstehen. Und zwar, wenn wir uns jetzt einfach mal den Kopfbereich anschauen. Also das heißt, die Beschreibung an sich. So. Ja. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ist in einem kompletten, ist in einem, in der, ist in der kompletten Beschreibung eigentlich alles drin, um den Leuten zu zeigen, hey, ich bin noch komplett am Anfang, ich kann noch nichts, obwohl deine Bilder ja was anderes sagen, ne? Ich kann noch nichts, Ja. bucht mich nicht. Okay. Ja, weil du schreibst zum Beispiel, du bist Hobbyfotografin. So, ne? Dann das andere, du machst es seit 2017 und dann schreibst du, ich bin Learning by Doing, ne, oder du machst es Learning by Doing und dann hast du jetzt noch die Kamera von also Canon EOS 750D. So, jetzt ist einfach nur meine Frage jetzt zum Beispiel an dich. Wenn du jetzt zum Beispiel wenn du jetzt mal heiratest, ja, oder vielleicht heiraten möchtest, und gehst auf so einen Account drauf. Also jetzt nicht negativ zu sehen, das Ganze, ne? Ja. Sondern du gehst auf den Account drauf und liest dir diese Beschreibungen. Welcher Eindruck entsteht bei dir denn selbst? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf meinen Account drauf gehen würdest und da steht, hey, ich bin Hobby-Hochzeitsfotograf, ich learning by doing und genau. Welchen Eindruck hinterlässt das Ganze? Ich würde es wahrscheinlich nicht buchen, aber mein Problem wäre, ich würde jetzt auch nicht sofort sagen, ich fotografiere jetzt Hochzeiten, weil ich traue mir es auch noch nicht zu, sagen wir es nur so.
Ich möchte den Leuten auch was bieten und im Moment traue ich mir es nicht zu. Ich würde dann lieber sagen, okay, ich laufe noch mal bei jemandem mit. Deswegen könnte ich jetzt auch mal nicht sagen, ich möchte jetzt die Hochzeitsleute an oder die heiraten ansprechen. Ja, okay, super. Sehr, sehr gut, dass du das gesagt hast. Anderes Beispiel, lassen wir die Hochzeiten jetzt mal aus. Pärchen oder Babybauch. So. Ich suche zum Beispiel, mir ist es ganz, ganz wichtig, zum Beispiel, wenn das von meiner Frau, von dem Babybauch und so weiter, dann auch von meinem Kind, wenn es neugeboren ist, ja, ich bin dann immer so, wow, ich war sowas von mega stolz, ich war der Größte auf dieser Welt gewesen. Ich suche eine Fotografin, komme auf den Account drauf und lese das. Frage, die gleiche Frage nochmals, nur halt nicht zur Hochzeitsfotografie, sondern zu diesem Bereich. Was würdest du empfinden, bei wenn du das liest? Ist schwierig. Also, es kommt ja auch mal darauf an, möchte ich jetzt einen professionellen Fotografen oder möchte ich jemanden, der das gerade lernt? Und ich will halt nur ehrlich sein und sagen, okay, ich bin noch nicht perfekt. Ja, genau. Ja. Halt so meine Message wahrscheinlich. Dass ich Genau. halt den Leuten nicht zu viel versprechen möchte. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Die Frage, weil da muss man sich halt so ein bisschen tiefer hinten dran gehen. Warum willst du den Leuten nicht viel versprechen? Weil ich Angst habe, dass ich halt nicht das produziere, worüber die sich dann freuen am Ende. Weil ich bin ja halt, ich bringe mir wirklich alles selber bei. Ich habe vom ersten Schritt bis jetzt habe ich mir wirklich alles selber beigebracht, einfach über Okay. YouTube oder keine Ahnung. Und ich kann jetzt noch nicht sagen, ich bin jetzt perfekt und ich weiß, was ich tue. Ist halt einfach Okay. so. Ich bin froh Ja, nee, das ist schon. bei den Ergebnissen, aber es wird halt auch nicht alles perfekt. Ja, Und das ich ist will sehr, den Leuten halt nicht, genau. ja, Das ist sehr, sehr will gut, den was du da Leuten sagst. halt nichts Falsches versprechen. Genau. Und was ist dann Resultat daraus? Also, ne, man muss halt immer die Kette so ein bisschen immer so ein bisschen verfolgen. Ne? Was ist denn das Resultat daraus? Dass keiner von mir Fotos möchte. Genau, oder? Ja. Genau. Also das ist so, genau, ne, das ist so die Lage. Aber die Leute, die dann zum Beispiel Bilder von dir haben wollen, welche Menschen sind das? Oder ich sage jetzt mal, welche Leute sind das? Welche Zielgruppe ist das denn? Ja, also entweder junge Mädels, die irgendwie Porträtfotos haben wollen, oder Pärchenfotos habe ich ja schon gemacht und Babybauchshooting halt auch. Ja, genau. Nein, das ist richtig. Ich meine, sind die, also deine Zielgruppe, kann die, haben die viel Geld oder haben die überhaupt Geld? Weißt du, was ich meine? Also, weiß Schwierig, was soll man dazu sagen? gell? Ja, nur einfach, Eigentlich, damit du diese Kette wahrscheinlich verstehst. kommen Ne? ja eher die auf mich zu, die halt weniger ausgeben wollen für den Fotografen. Genau. Jetzt ohne viel Abwertung in diese Zielgruppe reinzulegen. Auf was sind die Menschen aus? Oder auf Auf was ist schöne die Fotos. Zielgruppe? Auf schöne Fotos für wenig Geld? Oder sind die eher auf wenig Mich, Geld zu ja, muss bezahlen, man Hauptsache Fotos? Bitte? nicht. Ja, wahrscheinlich wollen die wenig Geld ausgeben und schöne Fotos haben. Das ist ja wahrscheinlich bei jedem so. Also zum Beispiel bei meinem Brautpaar nicht, nein. Also Was? die wollen geile Fotos und geben dafür richtig viel Geld aus. So, ne? Ja, Genau, okay. das ist schon sehr, sehr geil, was du sagst, und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil das ist ja, das ist auch am Anfang so, ne? Das ist ganz normal, dass man einfach versucht, das Ganze so billig, so kostengünstig wie möglich anzubieten, weil man einfach die Angst hat, wie du schon sagst, dass man die Leistung nicht erbringen kann, die vielleicht gewünscht ist, wenn man dafür Geld bekommt. So, ne? Deine Bilder sind super. Deine Bilder sind gut, dass du auch dafür Geld nehmen kannst, wie jeder andere, der dann auch diese ganzen Zusätze, die du jetzt geschrieben hast, nicht dazu schreibt. Ne? Also von den Bildern an sich her passt das Ganze nicht.
Ja, also diese Beschreibung. Weil genau diese Beschreibung führt einfach in, diese Beschreibung führt einfach dazu, dass du im Endeffekt später oder generell dich als eine Anfängerin positionierst, dass du dadurch wenig bis keine Kunden generieren wirst. Und nur die Kunden, die vielleicht wenig Geld haben oder die jetzt nicht bereit sind, viel Geld für den Fotografen auszugeben, weil dann eine ganz andere Wertung, eine ganz andere Wertschätzung der Arbeit gegenüber in diesen ganzen Sachen drin liegt. Ja? So, deswegen ist es ganz, ganz wichtig im Vorfeld auch, weil das ist ja das Erste, was die Menschen sehen, wenn die auf deinen Instagram-Account draufgehen. Na, wenn sie dann hier draufgehen, sehen die ganz als Erstes natürlich oben immer die Beschreibung. So, wer ist das, was ist das und was du machst. Na, und dann erst scrollen die ja komplett erstmal runter und schauen sich den Rest einfach an. Ja? Und deswegen würde ich dir da auch ganz, ganz klar raten, dass du diesen Header-Bereich einfach so ein bisschen umstrukturierst. Weil es muss ja nicht jeder mitbekommen, dass du seit 2 Jahren Hochzeit machst oder dass du jetzt gerade am Anfang stehst. Es muss ja nicht jeder mitbekommen unbedingt. Weißt du, was ich meine? Weil der Kunde, der einen Fotografen sucht und der auch Geld ausgeben möchte, möchte ja auch jemanden, der das auch was, der da, auch wenn er vielleicht wenig Geld ausgeben möchte, will er jemanden, der auch das kann, was er da anbietet. Ja? Und diese ganzen Zusätze, Hobby und ich mache das Lernen by Doing und so weiter, bringen eigentlich dazu, jemanden immer zu gucken, ah, oh, okay, dann will er an meinem Baby, an meinem Kind, will sie sich erstmal austoben, mal gucken, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ja? Weil Learning by Doing, so nach dem Motto. Ja? Das ist dann so. Ja, natürlich, klar, aber das muss ja keiner so mitbekommen, weißt du, was ich meine? Das muss ja keiner diesen Floh in den Kopf gesetzt bekommen, dass, oh, ich habe so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl. Kriegt sie überhaupt die Ergebnisse zustande? Ja oder nein? Ne? Das ist dann immer so ein bisschen schwierig, das Ganze. Deswegen würde ich dir raten, das Ganze einfach so ein bisschen umzuschreiben. Also ich würde dir auch gerne, wenn du möchtest, würde ich ja auch gerne dann sagen, wie ich es zum Beispiel umschreiben würde, damit das dann dementsprechend auch positiv rüberkommt. Ne? Der Kopfbereich an sich, du hast jetzt zum Beispiel Lehrfotografie bei Lena, ne? Hast du jetzt zum Beispiel Lehrfotografie, du hast es jetzt zweimal im Header stehen. So. Man sieht auf dem ersten Blick nicht, was du auf diesem Account machst. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn ich als Kunde, egal welcher Kunde, darauf komme ich gleich auch zu sprechen, auf deinen Account draufgehe, ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß es nicht. Weil du auf deinem Account 4 verschiedene Richtungen hast. Ja, 4 verschiedene Richtungen hast, die du versuchst zu bedienen. Richtung Nummer 1, das wären Porträts, also das von einem hübschen Mädel, was du jetzt da stehen hast. Ja. Porträts, dann hast du auch Hochzeiten drin. Du sagst, du machst keine Hochzeiten, du hast Hochzeiten drin. Ja, Ja, das sind Freunde. das macht dir nichts, aber du gibst ja nach außen, du erzählst ja nach außen die Geschichte, beziehungsweise du zeigst es ja, dass du Hochzeiten fotografierst. Ja? So, dann der dritte Bereich wäre Babybauch, Shootings. Pärchen wäre der vierte Bereich, ja, weil Porträt und Pärchenfotografie. Das kann man auseinanderfrimmeln. Und der fünfte Bereich wäre dann eigentlich Baby. Also das sind insgesamt eigentlich 5 Bereiche, die du auf deinem Account präsentierst. So. Ich weiß, warum auch oben in dem Header bei dir jetzt nichts Eindeutiges drinsteht, weil du dich wahrscheinlich jetzt noch gar nicht dazu entschieden hast, was du gerne machen möchtest. Oder hast du dich entschieden? Also, nee. Also ich bin halt wirklich noch am Ausprobieren. Ja, das ist dann eigentlich praktisch so der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, weil einfach durch diese Unklarheit, also dass du dich jetzt natürlich noch nicht selbst entschieden hast, was du gerne machen möchtest, hat natürlich auch der
potenzielle Kunde, egal welcher das ist, ob das jemand ist, der Babybauch-Shooting machen möchte, der Neugeboren-Shooting machen möchte, Hochzeiten, was auch immer, ist auch unentschieden. Oder der kann sich auch nicht entscheiden, okay, was machst du denn eigentlich, weil du sowohl Bilder hast als auch und da hier Bilder und da Bilder und da Bilder, ist so ein kompletter für den Kunden so ein kleiner Wirrwarr im Kopf. Entsteht so ein kleines Wow. Okay, was macht sie denn jetzt eigentlich? Für was stehst du eigentlich? Beziehungsweise, was kannst du eigentlich gut? Also, welchen Bereich? Ja, genau, Menschen, aber welche Menschen? Deine Menschen, verheiratete Menschen, noch nicht verheiratete Menschen. Welchen Bereich kannst du wirklich gut? Bitte? Das ist mir egal. Ich mache alles. Ich nehme alles, was kommt, gell? diese Entscheidung, die kann dir natürlich klar keiner abnehmen. Ne, diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen, weil diese Entscheidung musst du früher oder später musst du einfach treffen, für dich selbst. Und je früher du das Ganze triffst, desto eher beginnt das Ganze auch zu fruchten. Einfach aus dem Grunde, weil wenn ich jetzt dann draufgehe und sehe dann halt nur Babys zum Beispiel, es muss ja nicht unbedingt was mit einer Hochzeit zu tun haben. So, du gehst drauf und ich sehe nur Babys, dann weiß ich, die gute Frau, die macht Babys. Und dann schaue ich mir die ganzen Bilder an und sage, wow, geil, Babys, Babys, ich liebe Babys. So, ich bin Papa, ich bin Mama, die bald ein Baby bekommt. Ich liebe sowas, geil, ich gucke mir das Ganze an. Und dann, was machst du als nächstes? Schreibe ich, hi, Lena, ich werde demnächst mal mein Baby bekommen. Wie sieht es denn aus? Wie müssen wir das Ganze eigentlich handhaben? Wie muss ich dich buchen? Wie läuft denn das Ganze? So, wenn ich jetzt aber draufgehe, zum Beispiel ich als Babybauch oder als Neugeborenen, also als werdende Mama oder Papa, wenn ich draufgehe und sehe dann als erstes, okay, Porträt, Hochzeit und dann sehe ich erstmal Babybauch und dann wieder Porträt, dann Stadt und dann irgendwann sehe ich Neugeborene. So, ist schon sehr, sehr weit, was so diese Schiene, die du vielleicht anbieten willst, ist sehr, sehr weit unten. So. Mhm. Genau dasselbe ist zum Beispiel, wenn du Porträts anbietest. Also Porträt ist ja nichts Schlimmes. Also die Porträt an sich, Schiene ist ja sehr, 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 sehr cool und da kann man auch wirklich sehr, sehr geile Sachen machen. Und wenn du das natürlich anbietest, ich gehe drauf und sehe, okay, cool, ja, geile Porträts. Mhm. 1, 2, 3, okay, zack, dann sehe ich wieder Hochzeiten, okay, zack, dann sehe ich Babybauch. Dann scroll ich noch ein bisschen runter, um mich einfach noch mal ein bisschen zu vergewissern. Dann sehe ich wieder ein Pärchen, dann sehe ich wieder Babys, dann irgendwie Passbilder. Na, weißt du, was ich meine? Also diese Gedanken, die dann halt einfach im Kopf entstehen, wenn ich als Kunde nach etwas ganz Gewissem suche. So. Ja. Und für den Kunden ist natürlich diese Unklarheit ist natürlich enorm schwierig. Weil die sich natürlich, der Kunde an sich ist ja so ein bisschen unklar, wen soll ich denn eigentlich buchen? Den Hochzeitsfotografen, die Babybauchfotografin, Und, wenn ich dann halt dem Kunden das Ganze noch erschwere mit meinen Bildern, wo ich sage, okay, ich mache das und der andere Fotograf macht nur Babys, dann ist die Wahl natürlich für mich sehr, sehr schnell klar, wen ich wähle. Weil ich hier auf der Seite viel mehr zu sehen bekomme von dem, was ich haben möchte, von dem, was beziehungsweise mein Bedürfnis wird hier mehr gestillt als dann zum Beispiel bei dir, ja, oder bei deinem Account. So, dann entscheide ich mich als Kunde auch hier. Und es kann gut sein, dass dieser Fotograf vielleicht 100 Euro mehr dafür nimmt als zum Beispiel jetzt du oder vielleicht 200 Euro. Aber dafür ist diese Schiene, dann weiß ich, okay, es ist nur Babys. Geil, ich liebe Babys, alles nur Babys. So. Ja. Und das ist halt so dieser Hintergrund, dass man einfach, wenn man das Ganze auch parallel macht, wir haben auch zum Beispiel in der Akademie oder auch so Leute, die dann auch folgen, haben viele, die das halt parallel aufbauen. Das heißt, sie haben einen Hauptberuf und machen das Ganze parallel. Ne? Also nebenbei machen das Ganze. So. Aber da ist halt natürlich dann die Spezialisierung eindeutiger. Also für den Kunden auch eindeutig. Ja. Und das ist halt so eine Sache, wo du halt, in welche Richtung du dann gerne gehen möchtest. Es ist klar, weil du kannst dich vielleicht jetzt noch nicht entscheiden, weil du vielleicht noch nicht viele verschiedene Bereiche jetzt oder nicht so oft von Babys fotografiert hast, vielleicht noch nicht so oft
Hochzeiten fotografiert hast, weil du, ne, du hast vielleicht noch nicht diesen hundertprozentigen Vergleich, wo du gerne landen möchtest. Ne? Deswegen ist diese Entscheidung, fällt dir dann wahrscheinlich auch schwer. Ja. Ja. Wie kann man diese Im Entscheidung Moment habe ich beschleunigen? halt wirklich von jedem. Bitte? Im Moment mache ich halt von jedem ein bisschen was, was halt gerade so anliegt. Genau. Bin ich auch froh Wie kann drüber. man, ja, klar. Wie kann man diese Entscheidung denn eigentlich beschleunigen? Ja, indem man mehr macht wahrscheinlich, aber wenn man mehr nicht Aufträge kriegt oder mehr Freunde hat, die sich vor die Kamera stellen oder was auch immer, dann ist es natürlich schwierig. Ja. Ich habe ja bei dir auf dem Instagram-Account gesehen, dass du ein Gewinnspiel gemacht hast. Wie ist das Gewinnspiel ausgegangen? Ja, sie hat gewonnen, aber sie hat sich noch nicht gemeldet, wann sie das jetzt machen möchte. Wie ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel fünf solche Gewinnspiele machst? Oder zum Beispiel, du hast jetzt, wie viele, sagen wir mal andersrum, es gibt zwei Varianten. Das Problem ist, da haben wirklich nicht viele mitgemacht und da habe ich halt gesehen, okay, es lohnt sich jetzt im Moment nicht. Okay. Du hast das Ganze, wie hast du das Ganze beworben oder wie bist du da vorangegangen? Gute Also, Frage, das ist schon ein bisschen erzähl mal her. so kurz den Prozess, wie hast du das jetzt gemacht mit dem Gewinnspiel? Du hast jetzt wahrscheinlich was auf Instagram gepostet, in den Stories. Genau. Ich habe in den Und dann? Stories und auch im Feed habe ich halt auch Bild, glaube ich, gepostet gehabt Ja, okay. mit dem Gewinnspiel. Und das habe ich auch noch mal auf meiner anderen Seite geteilt. Und genau. So, Aber für was war denn dieses Problem ist ja auch, es Gewinnspiel? sind ja auch Leute gemacht, die ich so auch immer kommen. Bitte? Was? Nochmal, ich habe dich akustisch jetzt nicht verstanden. Was? Du Ich hast dich auch irgendwas. nicht. Ah, okay. Für was war denn das Gewinnspiel gewesen? Für welchen Bereich? Das war mir egal. Also der Gewinn Ah. durfte sich halt aussuchen, Okay. was gemacht wird. Hier ist auch so eine ganz, also sehr un, ich sage jetzt mal, es ist nicht klar für den Kunden, für was er dann eigentlich machen soll. Weißt du, was ich meine? So, das ist auch so wieder auch so keine Eindeutigkeit in dem, ich sage jetzt mal, in der Sache keine Eindeutigkeit drin. Ne? Sagen wir mal so, ich gebe dir jetzt einfach mal so einen ganz kleinen, so einen ganz kleinen, so eine kleine Anleitung, wie man so ein Gewinnspiel richtig gut durchballern kann, wo du auch wirklich viele Anfragen bekommst. Ja, wo dann, dass die Leute da auch gerne mitmachen wollen. Dann wirst du so viele Babys fotografieren, wie du möchtest. Ja, so. Das Problem ist ja, die Leute müssen wirklich irgendwie aus meiner Umgebung kommen, ansonsten ist es Das ja ist kein wirklich Problem. schwierig. Das ist kein Problem. Das Die ist müssen alles nur was machbar. verfolgen. Ja, das ist alles machbar. Das ist alles, ich sage jetzt mal so, die Idee mit dem Gewinnspiel hattest du schon, die war schon ganz gut, dass du das so gemacht hast. Nur, warum es halt nicht funktioniert hat, ganz einfach, weil keine Eindeutigkeit drin war. Man weiß nicht, für was man sich, was will man gewinnen. Weißt du, was ich meine? Also, was, Ja, also also. ich kann mal gucken, aber ich weiß, ob ich Portrait-Shooting reingeschrieben habe. Weil in den Stories zum Beispiel, Gewinnspiel steht jetzt nichts drin. Ja. Na, da steht jetzt nichts drin, für was das Ganze ist. So. Aber nichtsdestotrotz würde ich dir das gerne mal so ganz kurz mal erläutern, wie du das sehr, sehr gut machen kannst, damit du dann dementsprechend richtig cool auch fotografieren kannst. Ja? So. Punkt Nummer eins, du musst ganz klar deine Message kommunizieren. Was willst du fotografieren und wen willst du fotografieren? Das ist überall. Also ob das jetzt auf deinem Instagram-Account selbst ist oder dann dementsprechend in so einer Story, in einem Gewinnspiel, spielt keine Rolle. Eine ganz klare Message, was willst du gerne fotografieren? Also entscheide dich für einen Bereich, den du gerne fotografieren möchtest und dann schreibst du das Ganze für diesen Bereich auch 100% aus. Also das sagst du, okay, ich Also, möchte gerne
Babybauch-Shooting machen. So, dafür könnt ihr euch bewerben. Punkt, 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 Punkt. Ne? So. Also ich hab nochmal geguckt und auf meinem zweiten Account habe ich das Gewinnspiel halt gemacht. Nicht auf dem Account. Ja. Und da habe ich halt auch geschrieben, zu gewinnen gibt es also ein kleines einstündiges Fotoshooting, Porträt, Paar-Shooting, Outdoor oder als Homeshooting. Also entweder Porträt oder Paar-Shooting. Das habe ich reingeschrieben. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen mit dem zweiten Account, weil der ist ja hier nicht verlinkt, auf diesem Account. Und dann sollten die halt, wir wollen bleiben, kommt hier. Mann, genau. Also das heißt, der Account an sich ist ja hier nicht verlinkt. Ne? Auf diesem Account ist der andere Account nicht verlinkt. Man kommt von hier aus. Nein. Also ich habe keinen Link. In der Story hatte ich das ja gepostet. Wenn man in der Story. Ja, in der Story, Gewinnspiel. Ich habe da nur 3 Stories. Und da ist keine Verlinkung drin. Genau. Doch, da steht @Linissa. Ah, also, weil das ist klar. Wenn man das weiß, im Hintergrund das ist, genau, weil hier, ich dachte, Linissa wäre praktisch diejenige, die das gewonnen hat. Weil das ist das Ergebnis, da steht schon das Ergebnis eigentlich drin. Und das ist eigentlich so, vermerkt man diejenigen, die gewonnen haben. Okay. Ja. Gut. Okay, dann machen wir es halt folgendermaßen. Schau mal. Ja. Also erstens entscheidest du dich ganz klar erstmal für einen Bereich, den du gerne machen möchtest. Ganz klar, ne? So, dann schreibst du das Ganze nicht auf Instagram aus, sondern du musst das Ganze andersrum angehen. Und zwar, du hast ja einen Facebook-Account. Ne? Du hast einen Facebook-Account. So, über den Facebook-Account, und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dort einfach einen Beitrag veröffentlichst und diesen Beitrag musst du einfach nur ein bisschen bewerben. Also, keine Ahnung, 10, 15 Euro, das reicht vollkommen aus. So. Wenn du diesen Beitrag beworben hast, dann erreichst du natürlich nicht nur diese 514 Leute, die du auf dem Account hast, weil die erreichst du ja sowieso alle nicht. Das heißt, du hast ja vielleicht 10%, die überhaupt das sehen, was du postest. Ne? Das heißt, 10% sind vielleicht 50 Leute, die das vielleicht insgesamt gesehen haben. Ja. Also von der Menge her. So. Das heißt, um da von dem Gewinnspiel an sich etwas, vor allem am Anfang, was haben zu wollen, musst du das auf jeden Fall kurz ein wenig bewerben mit der passenden Zielgruppe. Mhm. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel Babybauch-Shooting verlose, wer ist meine Zielgruppe? Mhm. Schwangere. Schwangere, genau. Werdende Eltern. Ja, werdende Eltern, Schwangere, Freunde von schwangeren Eltern, das ist deine Zielgruppe und die musst du natürlich auch targetieren. Wenn du die nicht targetierst, wird es natürlich schwierig sein, diese Menschen überhaupt zu erreichen, weil einfach du auf deinem Account momentan verschiedene Leute hast und vielleicht von den 50 Leuten, die das vielleicht gesehen haben, diesen Beitrag, 50 Personen, haben dann vielleicht nur 2, 3, 4, vielleicht maximal 10 Leute, die überhaupt vielleicht irgendwie in diesem Bereich Babybauch, ne, also das heißt, ich bin schwanger, überhaupt Schwangere dabei sind. So, das heißt, da würde das eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich würde das gar nicht über meinen Account oder jetzt du über deinen Account, das Ganze auch gar nicht, die Leute gar nicht erreichen können. Deswegen kommen da auch keine Anfragen, beziehungsweise kommen da auch keine oder nicht die Leute, die dann gerne dazu irgendwie was gewinnen möchten oder dich da darum anschreiben und sagen, hey, ich möchte gerne an diesem Gewinnspiel teilnehmen, was muss ich dafür machen zum Beispiel. Ne? So. Das heißt, Punkt Nummer 1, ganz klare Entscheidung, dann musst du einen Beitrag erstellen, wo du es ganz klar beschreibst, hey Leute, zu gewinnen gibt es ein Babybauch-Shooting oder jetzt ein Pärchenshooting. Das Pärchenshooting dauert eine Stunde. Ihr bekommt geile Bilder, 10 geile ausgedruckte Bilder oder 10 Bilder bearbeitet bekommt ihr von mir. Und im Gegenzug dazu darf ich die Bilder natürlich ganz klar posten oder für meine Werbung benutzen. Das muss auf jeden Fall drinstehen, damit die Leute auch wissen, was du eigentlich mit diesen Bildern machen möchtest. So, und dann setzt du praktisch so diese kleine Werbeanzeige auf und dann hast du innerhalb von 4, 5 Tagen hast du 5, 6, 7, 10 Leute, je nachdem, wie viel Budget du da einsetzt, hast du
fünf, sechs, sieben, zehn Leute hast du da drin, die dann unter dem in dem Beitrag kommentiert haben, ja, ich will, ja, ich will, ja, ich will. Und dann suchst du dir praktisch einen von diesen Leuten dann aus, mit dem du Shooting machen möchtest. Oder du suchst dir fünf Leute aus, mit denen du Shootings machst. So, du musst ja nicht nur einen nehmen. Das heißt, du kannst ja auch dich für fünf Leute entscheiden. Du sagst, hey, offiziell gewonnen hat nur einer. Inoffiziell schreibst du die anderen vier an und sagst, hey, mit euch möchte ich auch gerne ein Shooting machen. Ja. Dann hast du direkt vier Shootings, mit denen du das durchballern kannst. Das stimmt. Na? So, und so kommst du natürlich sehr, sehr schnell an deine Erfahrung, die du natürlich auch dann brauchst, um dich schneller zu entscheiden. Na? Ja. Genau. Ist das verständlich mit dem Gewinnspiel? Ja. Okay, super. Dann, wenn wir jetzt auf den Header bei dir draufgehen, ne, da würde ich einfach diese Zusätze, Hobbyfotografin, Learning by Doing und so weiter, das würde ich alles komplett rauslöschen. Ich würde es verändern. Ja, ich würde einfach schreiben, okay, deinen Namen, also nochmal, oder guck mal, das, was jetzt zum Beispiel fett geschrieben ist, Fotografie, ja, da muss oder sollte auf jeden Fall rein, was du eigentlich machst. Also, damit man das auf Anhieb sieht, was du eigentlich machst. Also, das heißt, Porträt, zum Beispiel jetzt in deinem Fall, wenn du dich jetzt bis jetzt noch nicht entschieden hast, Porträt, Babybauch und Pärchenshooting. So, die drei Sachen müssen ganz fett oben drin stehen. Ja, weil wenn ich in die Suchleiste oder in die Suche, in Suchanfrage reingehe, also im Handy, weil die meisten sind ja auf dem Handy unterwegs, und wenn ich jetzt da drauf gehe und gebe jetzt zum Beispiel, gib mal bei mir Vasili.jungblüt ein. In der Suchleiste. So, dann kommen zwei Accounts ganz oben. Ja. So, was steht unten drunter? Siehst du das? Moment. Bei dir jetzt? Ja. Ja, Hochzeitsfotograf minus Videofotograf. Genau. Na? Ja. Ich muss da gar nicht auf den Account draufgehen. Ich weiß oder die Leute wissen ganz genau, was ich da eigentlich mache. Mhm. Na? Und genau dieses Fettgeschriebene, was ich eben gerade bei dir gesagt habe, auf deinem Account, sollte auch dementsprechend diese, wird dann auch hier erscheinen. Weil die geben dann zum Beispiel ein Le.fotografie bei Lena und dann sehen die unten direkt, okay, was machst du eigentlich? Ja. Ja, so, dann ist das schon mal direkt, okay, wenn einer das sucht, dann, ah, okay, jetzt mach Babys, cool, Porträts, ah, okay, gehe ich einfach mal drauf. Mhm. Ohne, weil ansonsten ist dann, steht bei vielen eigentlich gar nichts. Irgendwie nochmal der Name, was auch immer steht, irgendwie komische Sachen, die nicht verständlich sind, wofür der Account ist eigentlich. Ne? Das heißt, dieser Header oben sollte bei dir ganz klar dafür sein, dass du, dass die Leute ganz klar erstmal wissen, wofür du das Ganze machst. Ja. Ja. So, dafür musst du dich jetzt erstmal ganz kurz festlegen, sagen, okay, drei Sachen, ich mache Porträt, ich mache Baby, ich mache Pärchenshooting. So, drei Sachen, die schreibst du oben rein. Ne? Dann, zum Beispiel, wenn wir jetzt weiter runtergehen, da, wo du jetzt zum Beispiel Hobbyfotografin hast, Nussum, Nordsee und so weiter, Germany, da würde ich einfach mal ganz kurz beschreiben, was die Leute von dir bekommen. Ja. Also, was bekommen die von dir, wenn sie bei dir das Babybauch-Shooting machen? Schöne Fotos. Ja, sehr cool, das ist schon mal sehr richtig, ja, aber wie sind die Fotos? Also, welches Gefühl möchtest du bei den Eltern erzeugen, wenn die deine Bilder sehen? Einfach, dass sie sich freuen. Ja. Dass sie glücklich damit sind. Mhm. Und wann freuen die sich, wenn, also wann würde ich mich zum Beispiel als Papa freuen, wenn ich was sehe?
Also schöne Wenn ich Bilder, mein lachendes was ich Baby richtig genannt habe. Bitte? weiß Ja, ich meine, das Baby lacht vielleicht oft gar nicht. Ne? Schöne Bilder hast du schon richtig beschrieben, also schon richtig gesagt, aber das schöne Bilder ist halt sehr umgangssprachlich. Also das heißt, es ist so groß, weißt du, ich meine, es ist nichts Eindeutiges. Ne? Da wäre es halt ganz gut, wenn du ganz genau überlegst, was bekommen die denn dann von dir? Also zum Beispiel Ja. natürliche, authentische Bilder von eurem Kind zum Beispiel oder von eurem Baby. Ja? Also paar andere Adjektive einfach mal dir überlegen, was bekommen sie, wenn sie dich buchen. Na, das sollte man dann halt in die Beschreibung reinsetzen. Ja, weil da hast du ja auch ein paar Zeichen Ja. Platz, wo du das Ganze dann ansetzen kannst. Und das würde ich dann auch mit reinschreiben. Ja. Ja. Dafür muss man sich aber erstmal ganz kurz so ein bisschen beschäftigen, was bekommen sie eigentlich von mir? Also, wenn ich dich jetzt mit meiner Frau buchen würde oder dich anschreiben würde und sagen, hey, wir möchten gerne ein Pärchenshooting. So, was bekomme ich denn von dir? Ja. schauen wir mal. Was Ja, ein werden einstündiges Shooting und dann meinetwegen 10 bearbeitete Bilder. Das sind die, das ist so, genau das sollte man halt nicht reinschreiben, weil Nee, das das kommt eben, später. das ist mir wert, das würde mich Das kommt ärgern. später in das Angebot mit rein, aber was habe ich denn davon, wenn ich dich buche? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es formulieren sollte. Das ist wahrscheinlich das Problem. Werden wir das Ganze oder stellst du das Ganze irgendwie nach oder wie läuft das Shooting ab? Also muss ich dann irgendwie so in die Pose stellen, damit du mich fotografierst oder wie Nein. machst du das? Nein, also ich versuche eigentlich schon natürliche Fotos zu Ah. machen. Guck Natürliche Bilder. natürlich auch. Ja. Okay. So, aber was habe ich noch? Natürliche Bilder, was habe ich noch? Sehe ich dann die ganze Zeit immer nur so aus auf den Bildern? Oder Nein. Hoffentlich lächeln. ja, lächeln, genau. Und dann, wenn wir jetzt, das sind ja, also das ist Freundlich. ja, ja, also es ist ja Emotionen. Na? Also das heißt, du versuchst ja, Emotional. Emotionen einzufangen dann. Das heißt, die Emotionen, die dann dementsprechend ich und meine Frau in dem Moment einfach zueinander haben oder voneinander haben, wie auch immer, dass du ja diese Emotionen einfängst. Einfängst und dann auch darstellst. Ja? Und so Ja. musst du das einfach so nach und nach für jeden Bereich so ein bisschen überlegen, was bekommen die Kunden eigentlich von dir? Als Endresultat. Mir ist es scheißegal, ob ich 10 Bilder bekomme oder ob ich 5 Bilder bekomme. Das ist mir Ja. scheißegal. Wenn ein geiles Bild dabei ist, dann sind die anderen 5 mir scheißegal. Weil ich hänge mir Ja. sowieso nicht alle 5 Bilder an die Wand. Das ist mir wurscht. Na? So. Das heißt, ich will ja ein Bild, was eigentlich mich und meine Frau natürlich darstellt, nicht verzerrt natürlich darstellt, wo wir in einer zusammen abgebildet werden, wo wir ganz innig sind, wo wir einfach diese Stärke ausstrahlen. Ne? Also das will ich ja im Endeffekt. Und ob das dann halt mit was von der Kamera geschossen wurde, das ist mir scheißegal, mit was das gemacht wurde, mit welchem Objektiv und sonstiges. Das spielt keine Rolle. Sondern ich will ja ein ganz bestimmtes Resultat haben. Wie will ich mich auf den Bildern sehen? So. Und dieses Resultat muss man ganz kurz in ein, zwei Wörtern, drei Wörtern, vier Wörtern vielleicht zusammenfassen und das dann dementsprechend auch oben in die Beschreibung einfach reinsetzen, bei Porträts zum Beispiel. Ja? Ist das verständlich? Lena? Ja, Hörst du aber auch mich? ganz, ganz schwer zu verstehen. Ah, okay. Dieses Resultat an sich, was will ich von den Bildern haben? Ja? Was will ich von den Bildern haben? Wie will ich mich auf den Bildern sehen? Dieses Resultat solltest du nehmen und dieses Resultat auch dementsprechend oben reinschreiben. Ja.
Ja, so. Dafür musst du dich ein bisschen mit den Leuten beschäftigen. Und je mehr Bereiche du hast, und das wirst du jetzt auch merken, je mehr Bereiche du hast, desto schwieriger wird das dann auch dementsprechend alles in einen Header reinzupacken. Weil so viel Platz hast du ja gar nicht. Nee. Na? Genau. Und so viele, ich sage jetzt mal, so vielfältig an Emotionen und so weiter kann man ja gar nicht sein. Also das heißt, für mich zum Beispiel Babys zu fotografieren, könnte ich nicht. Hochzeiten, kann ich 5 Hochzeiten an einem Wochenende durchfahren, ist mir egal. Aber Babys, das wäre ein Shooting, da wäre ich platt, da würde ich platt sein. Also das wäre gar nichts für mich zum Beispiel. Weil ich einfach nicht diese Emotionen, die dann zum Beispiel ein Papa, eine Mama erwartet, kann ich nicht darstellen oder würde ich nicht richtig darstellen können. Ja. So. Deswegen mache ich das nicht. Auf Hochzeiten sieht es ein bisschen anders aus. So, ne? Und so entscheide ich auch dann zum Beispiel, für welchen Bereich. Genau. Ist das mit dem Header so ein bisschen verständlich, was du da reinschreiben sollst? Und am Ja, besten, ich werde mich da mal auseinandersetzen. genau, dann unten, dass du deinen zweiten Account verlinkst. Weil Ja. unten in dem Header hast du jetzt nur Facebook Aber der ist drin. eigentlich auch privat. Deswegen weiß ich nicht, ob der da reinpasst. Okay, also wenn er dann privat ist, dann eher nicht. Nein, lieber nicht. Ja. Ist er offen als privater Account oder ist es ein geschlossener? Nee, ist offen. Der ist offen. Okay. Was gibst du auf diesem Account preis? Was? Ich habe dich leider nicht verstanden. Was gibst du auf diesem Account preis? Was ist da auf diesem Account? Fotos von mir und so. Also, was ich so mache. Okay. Ja. Dann würde ich den auf jeden Fall mit verlinken, damit die Leute auch sehen, okay, wer bist du eigentlich? Damit die das auch ein bisschen einschätzen können, wer du bist, was machst du, wie redest du, wie sprichst du, wie siehst du überhaupt aus? Weil jetzt momentan sieht man das auf dem Account nicht. Ja. Ne? Oder sehe ich dich irgendwo? Ich glaube nicht, gell? Ja. Doch. Ja, wo? Ja. Wo man 4 Fotos auf einem hat. Ah, warte mal, da sind so Passbilder so. Okay. Ja. Okay, Das waren okay. Selbstversuche. Okay, sehr cool. Ja, genau. Gut, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Mir ist es halt ganz wichtig, dass halt oben dieser Bereich dann, dass es dann verständlich ist, was du da auch machen musst bei diesem Bereich, ne? Okay. Ja. Jetzt gehen wir dann ganz kurz auf dann auf den auf der auf die Highlights drauf ein. So. Was ist jetzt bei diesen Highlights eigentlich bei dir aktuell? Was meinst du mit aktuell? Ja, ist das Gewinnspiel aktuell? Nein. Gehört es dann in die Highlights? Ja, ich habe es ja gemacht. Ist ja Genau. nicht. Aber das, ne, Ist in die Highlights kommen immer die aktuellsten Sachen gut. rein. Weil wenn ich jetzt zum Okay. Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kunde draufgehe auf die Highlights, ne, einmal schon mal hier das, die Freigabe beenden. Ansonsten, ich glaube, der zieht so viel Strom, das ist, einmal. So, wenn ich jetzt zum Beispiel draufgehe auf die Highlights und sehe ein Gewinnspiel und das war jetzt in der 39. Woche und wir haben, keine Ahnung, 45. Woche, nicht mehr, ist das Spiel eigentlich noch aktuell? Ja oder eher nicht? Ne? So, das heißt, Ja. was eigentlich nicht aktuell ist, das sollst du am besten rausschmeißen. Ne? Ja. Dann hast du Hochzeitsfotografie, du sagst, du machst keine Hochzeitsfotografie, hast aber in den Highlights Hochzeiten drin. Ja. Ja, weil ich damit ja mal angefangen habe. Weil ich halt Ja, so sehr dachte, okay, ich habe schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja, sehr geil. Genau. Das ist gut. Also, wenn du sagst, okay, dass du in diesen Bereich gehen möchtest, Hochzeitsfotografie, dann sollte man das auch zeigen. Ja, also, dass, nicht, dass du jetzt da komplett einsteigen willst und so weiter, aber. Da sollte man das zeigen. Nur, wenn ich jetzt mir die Highlights anschaue, 2 sehen so aus und 3 sehen so aus. Ja,
Da war ich noch nicht so weit. Okay. Aber du weißt, was ich meine. Das ist dann halt dementsprechend einheitlich Ja. aussieht. Genau, okay. Ja, Und nee, schau, dass du dann. das wollte ich eigentlich auch noch machen. Schau da auf jeden Fall, dass du da, dass das halt wirklich einheitlich aussieht. Beziehungsweise aktuell bleibt und sobald es vorbei ist, einfach rausschmeißen. So, weil dieses Highlight ist ja unnötig. Es verwirrt ja wieder die Leute einfach nur zu viel. So, okay. Genau, in deinem Profilbild. Wen sehe ich da? Was sehe ich da? Mein Logo. Ich sehe Blumen. Bist du Naturfotografin? Nein, aber das ist mein Logo. Ja, fotografierst du Blumen? Habe ich auch, ja, in dem Moment. Okay. Weil dieses Logo mit dem Hintergrund von den Blumen ist halt verwirrend. Ja, also Punkt Nummer eins, man sollte halt bei solchen Accounts, also zum Beispiel Accounts, wo man jetzt privat eher ist, na, also das heißt, man, also du als private Person, aber auch dann zum Beispiel du als Fotografin, ja, sollte man immer schauen, dass du da auf jeden Fall ein Bild von dir drin hast, damit die Leute auch sehen, okay, mit wem kommuniziere ich. So, dann weiß man auch, mit wem ich da spreche. Wer ist denn eigentlich Le Fotografie? Ne? So, dann, wenn du das Logo benutzt, frage, warum Blumen? Oder warum? So, genau. Weil du fotografierst ja alles. Weil ich hauptsächlich draußen Fotos mache in der Natur. Und was haben die Blumen damit zu tun? Also in der Natur sind Blumen. Ja, genau. Aber in der Natur sind auch Menschen. Die laufen auch da die Ja, ganze Zeit rum. So, die aber laufen soll ich dir mein Logo einbauen, die Menschen? auch. Nee, also das Logo an sich, das ist, klar, da ist halt wieder, das würde dann zu weit oder zu tief hier reingehen. In das Logo dann am besten ganz klar, du musst halt gucken, dass es neutral beziehungsweise dich ausmacht. Also dich als Person, als die Firma ausmacht. Und das kannst du halt natürlich klar erst machen, wenn du dich entschieden hast, was du gerne machen möchtest. Ne? So, dann würde ich das dann auch in diese Richtung machen. Aber vorerst, ich würde dir ganz klar dein Bild reinsetzen und damit die Leute auch sehen. Ne? Also vielleicht, keine Ahnung, Bild mit einer Kamera, was auch immer so. Irgendwie vielleicht ein lachendes Bild. So, du hast doch da schöne Bilder von. Warte mal, ich schau mal ganz kurz nochmal. Ich muss jetzt hier parallel so. Ja, du hast doch da schöne Bilder von diese Vierer-Serie, was du da hast. Ja? Ja. So. Die ganze, so, das sieht doch cool aus. Also, das sieht doch viel angenehmer aus. Dann weiß ich doch schon direkt, wenn ich draufgehe, okay, ist mir sympathisch. Also, das heißt, weil vieles geschieht ja auf Sympathie. Ja, das bedeutet, wenn ich hier jemanden buche Ja. oder mich ein Brautpaar bucht, ist es sehr viel einfach Menschlichkeit, beziehungsweise Sympathie. Wenn der Mensch mir sympathisch ist, dann habe ich eine ganz andere Kommunikationsweise direkt von Anfang an, als wenn ich dann irgendwie keinen sehe. Dann weiß ich nicht, wie soll ich mit demjenigen kommunizieren. Ja, und diese persönliche Schiene, vor allem bei Babys, vor allem in dem Babybauch-Shooting, das ist ja was ganz Privates. Also, das ist ja noch privater als Hochzeiten. Hochzeiten, ja, das zieht sich das Braut das Kleid mal an, dann siehst du mal, keine Ahnung, vielleicht mal ein Stück vom Bein oder so, weißt du, was ich meine so. Aber Babybauch, das ist ja wieder, das ist ja ganz, ganz, ganz was Privates, ne? Und da sollte man auch gucken, wenn du diese Bereiche machst, dass du dann auf jeden Fall viel von dir auch zeigst. Also, wie du als Mensch bist. Deswegen ist auch diese Verlinkung in deinem Account, auf deinen privaten Account sehr wichtig. Einfach, dass die Leute draufklicken, okay, ich schaue mir die Dame erstmal vorher an. Ne? Okay, sehr gut. Dann will ich jetzt mal auf diesen kompletten Feed mal eingehen. So, alles, was da ist. So. Ich finde, also wie gesagt, deine Bilder sind gut, ne? Also das heißt, vor allem jetzt auch die letzten drei Bilder, die du jetzt geschossen hast, sind richtig, richtig cool. Also von dieser netten Dame. Wenn du dich jetzt bis jetzt noch nicht so richtig entschieden hast, was du gerne machen möchtest, also ne, diese drei Schienen fahren möchtest, das ist ja kein Thema. Kannst du ja erstmal so weiterfahren, bis du dann wirklich diese Klarheit hast. Nur solltest du das ganz eindeutig in deinem Account trennen. So, zum Beispiel, genau, genau. Beispiel.
du machst dann zum Beispiel eine Dreier-Serie. Also zum Beispiel, du hast jetzt eine Dreier-Serie von dieser netten Dame. Dreier-Serie. Dann machst du wieder eine Dreier-Serie Babys. Dann machst du eine Dreier-Serie Babybauch-Shooting. Dann machst du eine Dreier-Serie wieder Porträts. Dreier-Serie, ja, Porträts, also jetzt dann nicht Frau einzeln, Mann einzeln und dann zwischendurch wieder das Pärchen, sondern wenn Pärchen, drei, dann drei Bilder Pärchen. Dass du immer so eine Struktur hast, damit man auch sieht, aha, okay, weil jetzt momentan ist es halt so, alles so, weißt du, was ich meine, so kunterbunt. Ja, das war aber in dem Moment auch Absicht, dass ich halt zeig, alles zeige. Bitte, nochmal. Es war in dem Moment halt auch Absicht, dass ich im Moment, also dass ich alles zeige, was ich halt mache. Genau. Da will man am besten den ganzen, auf einmal alles raushauen, was man hat, und dann zu zeigen. Genau. Ne? Aber achte einfach auf diese Struktur, da, weil es ist halt für ein Feed ist es halt enorm wichtig, dass diese Struktur einfach da ist, damit die Leute, vor allem, wenn man viele Bereiche fährt, ist es halt enorm wichtig, dass dann einfach das Ganze strukturiert ist. Oder du machst dann halt zum Beispiel das Ganze wochenweise. Ich weiß jetzt nicht, wie oft du das Ganze postest. Also wie oft, wie ist deine Regelmäßigkeit in dem Bilderposten? Das Problem ist ja auch, je nachdem, wann ich immer mal ein Shooting hatte. Manchmal liegt da ja auch ein bisschen länger Zeit zwischen und dann habe ich auch keine neuen Bilder, die ich posten kann. Dann dauert das natürlich ein bisschen länger. Wie viele Bilder produzierst du bei einem Shooting? Naja, es kommen bestimmt über 100 dabei raus, also auf jeden Fall, aber wahrscheinlich mehr. Aber was man dann wirklich aussortiert und was man davon nimmt, je nachdem, wie gut das Shooting lief. Ne? Wie viele? Circa? Also bei der letzten waren das jetzt bestimmt 30 Bilder. Wow. Aber dann habe ich ihr die halt gezeigt und sie war halt nicht so begeistert. Von daher zeige ich halt auch nur das, wo ich dann nochmal doch nochmal ein kritisches Auge drauf werfe und sage, okay, das ist in Ordnung. Genau, die Frage ist halt, wie man das halt natürlich im Vorfeld klärt. Ne? Es kann natürlich gut sein, dass man halt zum Beispiel Bilder hat, wo derjenige, den du jetzt fotografiert hast, vielleicht jetzt noch nicht sagt, ah ja, das ist nicht so mein gutes, mein bestes Lächeln. So. Das ist nicht so das Beste von mir. So. Scheißegal. Es geht, also nicht falsch verstehen. Also nicht, dass man sagt, hey, das ist mir scheißegal so und ich mache das trotzdem so. Es geht einfach darum, weil du als Fotografin willst ja in eine ganz bestimmte Richtung deine Kundschaft lenken. Ja, das heißt, du willst ja den Leuten etwas zeigen, was du machst. Ob bei mir das Herrchen hier links oder rechts abgestanden hat in dem Moment, ja, sorry, als Fotograf, es spielt in dem Sinne keine Rolle, weil du willst ja den Leuten was zeigen. So. Ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel 30 Bilder hast, nehmen wir mal an, davon sind 15 Bilder, die richtig, wo die Braut oder jetzt die Frau sagt, wow, geil, die sind cool. So. 15 Ausschuss von diesen 30, so. Hast du 15 Stück. So. Jetzt, wenn du jetzt eine Struktur für dich überlegst, wie du das Ganze postest und in was für einem Rhythmus du postest, dann kannst du die Bilder bis Weihnachten verwerten. Diese 15 Stück, die du an einem Shooting gemacht hast. So, das bedeutet, im Endeffekt brauchst du eigentlich ja gar nicht so viele Shootings, um, warte mal, ich muss mal gerade den Laptop auf die Seite stellen, weil ich gucke mal auf die andere Seite. So, im Endeffekt brauchst du ja auch gar nicht so viele Shootings, um deinen Account regelmäßig zu füttern mit den ganzen Sachen. Ja? Das bedeutet, wenn du jetzt diese Dreier-Serie, nehmen wir mal an, dass die Dreier-Serie eine Woche ist. Ja? Also, dass du jetzt nicht jeden Tag was postest, sondern alle 2 Tage. Also die Dreier-Serie ist eine Woche. Das heißt, bei 15 Bildern, und wenn du jetzt das Ganze unterteilst in Dreier-Serien, wären eins eine Woche, zweite Woche wären dann zum Beispiel Babybauch, dritte Woche wären dann zum Beispiel, keine Ahnung, das Pärchen, und dann kommt nochmal diese nette Dame. Das heißt, alle 4 Wochen, also jeden Monat postest du dann ungefähr, ne, oder zweimal im Monat postest du was von dieser Frau. Das heißt, bei 15 Bildern wären das knapp 3 Monate, 4 Monate, ja, wo du dann die Bilder verwerten kannst. Und du hast immer Bilder. Die Leute gucken, wow, nochmal ein neues Bild, wow, nochmal eine neue Serie, geil. Immer was Aktuelles drin. Obwohl es eigentlich mehr oder weniger
ich sage jetzt mal, vielleicht eine und dieselbe Dame ist. Du kannst sie auch anders bearbeiten, ist ja wurscht. Du machst du mal eine Schwarz-Weiß-Serie mit rein, dann machst du, ne, so, kannst ja verschieden machen. So. Ja. Dann ist aber eine ganz klare Struktur drin und du brauchst eigentlich gar nicht so viele Bilder. Ein Shooting, wenn du beim Babybauch-Shooting, wenn du dann auch da 10 Bilder raus hast, die du dann, ne, das kannst du dann wirklich schon 2 Monate locker fahren damit. Und währenddessen wirst du definitiv schon Shootings reinbekommen, die, wo du wieder neue Bilder generieren kannst. Ja. Ja? Genauso Hochzeiten. Du hast jetzt hier zum Beispiel von der Hochzeit hast du jetzt nur ein einziges Bild. Ja, das war ein bisschen. Ich konnte halt nicht mehr davon zeigen, das war das Problem. Du darfst nicht mehr oder du. Auf der Hochzeit war das Problem, die beiden haben sich nicht wirklich Zeit für ein paar Shooting genommen, sondern wirklich eigentlich nur die Fotos, die so nebenbei entstehen. Und Ja. das war eigentlich das Einzige, was ich so sage, gut, das finde ich total super von den beiden und das poste ich. Und wo das Problem ist bei den anderen, die so nebenbei entstanden sind, halt andere Leute mit drauf und das wollten die halt auch mehr, dass die halt Okay. zu sehen sind. Okay. Und das habe ich dann halt auch berücksichtigt. Gut, das ist plausibel, das ist auch erklärbar. Ja, sehr Ja. gut. So, aber du verstehst, wie ich das mit der, zum Beispiel mit der Dreier-Serie Ja. meine. Ne? Du Genau. kannst auch eine Sechser-Serie fahren. Oder du kannst, aber das ist halt, dann trennst du das ganz klar. Oder du machst dann zum Beispiel, was man machen kann, zum Beispiel eine Dreier-Serie, dann machst du wieder eine Dreier-Serie, zum Beispiel nur so eine weiß alles, ne? Und dann in der Mitte steht dann halt dann zum Beispiel, keine Ahnung, Babywoche zum Beispiel, ne? Und dann postest du nur zack, 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 Bilder, die dann halt von den Babys kommen. So. Auch wieder eine Dreier-Serie. Dann hast du wieder so einen weißen Balken, also Dreier-Bild und dann steht dann halt zum Beispiel keine nicht Babywoche, sondern Pärchenwoche. So. Dann postest du wieder zack, 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 3 Bilder von einem Pärchen. Dann ist halt wieder nochmal eine ganz, ganz klare Struktur drin in deinem kompletten Account. Ja. Ja? Okay. Genau, du hast es ja eigentlich schon fast so gemacht, auch da, wo du jetzt dein Logo reingesetzt hast, Le Fotografie, auch so eine Dreierspalte, ja, weil das trennt ja visuell ganz komplett wieder den unteren Bereich von dem oberen Bereich. Ja, Ja, weil du so dich ist auch wahrscheinlich, so. genau, weil du dich ja wahrscheinlich neu gefunden hast, ne? So neuer Look Ja, weil wahrscheinlich ich war meinen da. Arbeitungsstil halt ein bisschen geändert habe. Genau, ne? Und so kannst du das dann auch dementsprechend fahren, ne? Sehr gut, okay. Und dann ist es halt ganz, ganz wichtig, dass du mal schaust, dass du deinen Account mal ein bisschen aufräumst. Also was löschen. Man kann es auch so nennen, ja. Also nicht den kompletten Account, sondern einfach nur ein paar gewisse Sachen. Also gehen wir jetzt einfach mal immer weiter runter, wo man halt zum Beispiel irgendwie einen Grill sieht oder ja, irgendwie irgendwas anderes, was eigentlich gar nicht dazugehört. Ja. Ja. So, die Sachen Ja, einfach komplett. ich zeig damit ja halt alles so meine Entstehung, von Beginn an eigentlich. Das versteht man aber leider nicht. Weißt du, was ich meine? Nee. Man kann Ja. das in Stories reinpacken, ja, man kann das in Stories reinpacken, dann ja, aber hier versteht man das einfach nicht. Weil, wenn ich jetzt runterscrolle, ich weiß ja nicht, ob das jetzt eine Entstehungsgeschichte ist oder ob du einfach zwischendurch noch Grills fotografierst, die als Model, einen Grill als Model hast. Ja, wenn man sich das Foto mal anguckt und darunter liest, dann weiß man es ja. Ja, genau, aber ich bin ja faul, ich lese sie ja nicht so gerne. Ja, die Leute Das ist sollen es ja lesen. ja, genau, aber das Bild verleitet mich als Dings, verleitet es mich gar nicht, drauf zu klicken und zu lesen. Ich scroll einfach Ja. drüber. Ne? Und was Ja. bleibt im Endeffekt als Eindruck? Du fotografierst Grills und du fotografierst irgendwie Balkontüren. So. Ist dann, ne? Ich will dir einfach nur, oder auch hier zum Beispiel Gleisen fotografierst auch sehr gerne. Ja. Zugleisen, ne? Oder du fotografierst ja gerne mal irgend so eine Stadt, fotografierst du gerne, Städte fotografierst du gerne. Glaskugel machst du auch sehr gerne. Dann Weihnachten, so einen Weihnachtsschmuck fotografierst du gerne. Ach, Tiere machst du auch noch. Cool. Tiere kommen ja auch noch dazu.
Sind ja schon mal 7 Bereiche oder so, was du dann eigentlich so versuchst abzudecken. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, okay, diese 3 Bereiche möchtest du gerne fahren, dann würde ich praktisch diesen Account an sich jetzt einfach mal ein bisschen sortieren und diese ganzen Sachen erstmal rauslöschen. Ja? Ja. Guck mal, du hast jetzt zum Beispiel ja unten, hast du ja zum Beispiel Bilder von der lieben Dame, wo sie dann entsprechend hier auf dem Schaukelpferd ist. Ich weiß nicht, das war so eine Home Story oder so, ne? Ja, das war für Werbeshooting quasi, für Klamotten. Ja. Okay, dann hast du aber von ihr auch so ein bisschen ein paar Porträts mit diesem Kranz, ne, hast du auch? Ja, so. Genau. So, genau. Die Bilder musst du jetzt hier nicht komplett löschen, also löschen schon aus dem Account, aber du kannst sie ja wieder verwerten oben, zum Beispiel als Pärchenshooting oder als Porträtshooting nochmals reinsetzen, nochmals neu bearbeiten mit deiner neuen Bearbeitung, würdest du ja die Bilder heutzutage anders bearbeiten, als du sie damals bearbeitet hast. So, und dann postest du sie nochmals oben rein, da hast du wieder Material. Du musst es halt jetzt nicht alles verwerfen, nur diese ganzen Sachen, diese Zusatzsachen, die jetzt wie Blumen, ach, Kosmos, See, also alles, das Ganze einfach rauslöschen. Dann ist es aber auch so, dass du dementsprechend wieder einen frischeren Account hast, wo dann nicht mehr 240 Beiträge drinstehen, sondern dann stehen halt nur vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht mal maximal 100 Beiträge. So. Oder versuch mal unter 100 zu halten. So. Das heißt, alles andere löschst du raus und dann strukturierst du ihn komplett nochmal neu. Wie wir es eben gerade besprochen haben. Und dann ist es halt ganz eindeutig, wenn ich drauf gehe, dann zack, 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 aha, das sind immer diese Sachen, die sie macht. Cool, cool, cool. Und dann weiß ich auch, worum es hier auf diesem Account eigentlich geht. Und je weiter ich nach unten scrolle, sehe ich noch mehr von diesen geilen Bildern, die du machst. Nicht verschiedene andere Bilder, sondern von der gleichen Thematik her. Ja? So. Selbstverständlich. Das hakte gerade wieder. Okay, ist das verständlich soweit? Ja. Okay, sehr gut. Stories, ganz kurz dann, weil das wäre jetzt so von der Struktur her und so weiter, wäre das jetzt, weil auf die Bilder an sich, wie gesagt, diese Bilder sind gut, die du jetzt mittlerweile machst, ne? Also man sieht auch diese Entwicklung von dem damals, was du jetzt gemacht, was ich da gesehen habe, beziehungsweise was du jetzt machst, sieht man auch die Entwicklung. Du hast da wahrscheinlich dir auch, ich glaube, auch ein anderes Objektiv zugelegt, oder? Was? Hast dir auch ein anderes Objektiv zugelegt? Nö, ich habe das von vornherein gehabt. Das war ja? Okay, gut. Dann weißt du dann halt besser, wie man mit diesem Objektiv dann umgeht, ja. Ja. Okay, sehr cool. Ne? Aber wenn du jetzt halt so einen einheitlichen Look dann hast, dann ist es halt sehr, sehr cool, dann sieht man das auch so komplett durch, so diesen einheitlichen Look. Ne? Es kann natürlich klar sein, dass dieser Look sich verändert im Laufe der Zeit. Ist ja ganz logisch, es wäre auch ganz förderlich, dass er sich verändert, weil man einfach wächst, ja, ganz klar. Aber dann sollte einfach diese Trennung dann da sein. Ne? Auf die Stories. Du machst nicht so viele Stories, ne? Nee. Ich habe jetzt mal die letzten paar Tage mal beobachtet. Das stimmt, du machst nicht so viel. Frage, warum? Die Frage ist ja, warum? Was soll ich da denn? Soll ich vor der Kamera sprechen oder was soll ich da machen? Ja, zum Beispiel. Es gibt ja verschiedene Varianten. Die Frage ist. Im Moment nicht aktuell ist, was soll ich da jeden Tag posten? Also, das ist halt das Schwierige. Dadurch, dass ich das ja nicht jeden Tag mache. So, ihr Lieben, hallo. Schaut mal, ich habe die liebe Lena jetzt gerade im Coaching. Und das Ganze geht jetzt schon fast eine Stunde. Wir sind auch fast am Ende. Und wir sind jetzt gerade bei dem Teil mit den Stories. Ja? Und. Ich hoffe, das Ganze bleibt als Aufzeichnung stehen und ich werde euch dann dementsprechend später noch was kurz dazu berichten. Lena, red mal ganz kurz in die Kamera. Hallo. Okay, super. Also, bis dann. So, na? Schon eine Story gemacht. Ja, aber da bin ich halt noch nicht so, ich bin da ein bisschen schwierig. Aus was besteht eine Story? Gehen wir mal so an.
Das ist, glaube ich, leichter zu verstehen. Aus was besteht eine Story? Dass man Ist den es Leuten immer was so? erzählt, was man gerade macht. Okay. Ist es aber auch dann immer so, dass man immer sich so vor die Kamera setzt und dann immer so in die Kamera reinspricht? Oder kann man das auch Ja, anders das kann man. Man kann machen? auch drehen, was man will. Genau, ich kann ja eigentlich auch Aber so, genau, die Kamera drehen. Ich kann ja auch eigentlich nur das filmen, was da ist. So, hier zum Beispiel. Da ist die liebe Lena, da ist der liebe Vasile und wir machen gerade ein Live-Coaching. So, ne? Das wäre zum Beispiel auch eine Variante. Oder du machst es halt irgendwie in Bildform. Also das heißt, deine Vor- und Nachbearbeitung von deinen Bildern, also vorher, nachher, dass man was zeigt. Oder du sagst hier, hältst die Kamera drauf und sagst hier, da drauf, also auf dem Bildschirm sagst, Leute, ich bin gerade Bilder am Bearbeiten. Zack, 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 gerade abgefilmt, eine Story, zwei rausgehauen. So. Warum ist das wichtig, Lena? Das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Warum ist das wichtig? um den Leuten zu zeigen, was man macht. Damit die Leute sehen, dass du überhaupt was machst. Im Moment mache ich ja nichts, das ist das ja. Ja, genau, aber für so eine Story ist es ja eigentlich so, wenn du jetzt versuchst, jetzt deinen Instagram-Account umzustrukturieren, allein dadurch könnte man halt, keine Ahnung, 5 Tage erst nur mit Stories füllen. Ist ja kein Thema. Ne? So. Also, du weißt ja, wie das funktioniert, dass du also eine Abfrage machst oder so eine Ja-Nein-Fragen reinstellst und so weiter. Ne? Dass du das einfach so reinstellst, dass du den Leuten auch so ein bisschen mitnimmst, die Leute. Und sagst, hey, ich habe mir jetzt keine Ahnung. Neues Accessoire für ein Passion-Shooting oder für Babybauch oder für was weiß ich gekauft. Das Ganze einfach mal zeigen. Ne? Was haltet ihr davon? Stellt euch mal hier nebendran, stellt euch mal euer Baby hier nebendran vor. So, ne? Wäre ja auch schon eine Möglichkeit, um die Leute so ein bisschen darauf zu sensibilisieren, was du eigentlich machst. Also wie Ja. gesagt, klar, viele haben, das ist verständlich, viele haben so das Problem, einfach sich in der Kamera zu zeigen, so mal sich darauf zu, das davor zu sprechen und so weiter, es ist ganz klar. Also ich musste das auch lernen. Ich habe dann teilweise mal 20 Stück irgendwie jetzt mal gemacht und habe ich das Handy, mein Handy in die Ecke geschmissen und habe gesagt, ja, ich habe keinen Bock drauf. So. Fang 15 Sekunden, ich kann nicht mal in 15 Sekunden das sagen, was ich gerne haben möchte. Beziehungsweise ich stoppe dazwischendurch, vergesse den Text und was auch immer, Handy weggeschmissen, am Arsch geleckt, mach dich morgen. So. Ja, und dann wieder Handy raus. Es ist halt klar, das ist natürlich ein Lernprozess, aber wenn man das jetzt noch nicht macht, dann auf anderen Wegen. Du kannst auch Bilder einfach mal zeigen von deiner Serie. Ne, so von der Serie, die du jetzt gemacht hast, einfach mal Bilder sagen. Zack, 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 zack. Hier 3, 4, 5, 6 Bilder, so als Sneak Peek, ne, so eine kleine Vorschau, was euch erwartet, mit einer Umfrage und so weiter. Oder du bist halt zum Beispiel gerade was im Restaurant am Essen, dann zeigst du auch ganz kurz, hey, schaut mal Leute, das ist heute mein Mittagessen. So, dann zeigst du was du gerade am Essen ist. Weil es ist ja auch, die Leute wollen das ja auch sehen. Weil mich würde auch interessieren, okay, bist du Fleischesserin, bist du Veganerin, bist du Vegetarierin? Was isst du denn? Isst du Salate? Was isst Ja. du eigentlich so? Ja, das würde mich auch interessieren, aber ich sehe das ja nicht. Ja, Aber was weil, hat das mit dem Hund zu tun, was ich ja, esse? genau. Deswegen, das hat was mit der Sympathie zu tun. Okay. Bist du Fleischesserin oder bist du Vegetarier? Gleich. Fleisch, so. Direkt Minuspunkt bei mir. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt. Ja, guck mal, dann lass ich doch lieber. Ja, weißt du, was ich meine? Das ist halt, es ist eine Sympathie. Also das heißt, wenn ich ja bei dir viele Merkmale sehe, die ich auch so mache, ist es ja für mich, bist du dann ja noch interessanter, weil wir uns da irgendwo gleich sind. Und gleich zieht sich immer an. Nur wenn ich jetzt nicht sehe, die Person und was du machst und was darüber ist, dann weiß ich nicht, wer bist du. Ja, und über Essen und was weiß ich, alles Mögliche, was du trinkst. Ich halte ja fast überall mit dem grünen Tee in die Kamera. Das ist ja nicht umsonst, dass ich das mache. Das ist ja, dass die Leute auch sehen, was ich trinke, damit sie das Ganze auch, ne, verstehen. So. Ja. Weil grüner Tee hat natürlich nichts mit Fotografie zu tun, das ist logisch. Ja, Ja. nur das ist so wie für dich auch so wie so ein kleines Branding, das man halt einfach mit reinnimmt. Damit man die Leute sagen, ah, okay, die trinken grünen Tee. Das nächste Brautpaar schickt mir wieder einen grünen Tee zu. Ist so cool. Die wissen, was ich trinke. Sehr geil. Muss ich mir nicht kaufen. Es ist cool. Und darum geht es halt. Ne? Und dadurch, allein dadurch kannst du natürlich sehr, sehr viele Sachen kreieren. Zum Beispiel jetzt hier.
Kennst du das? Nee. Super. Ich habe das angefangen zu lesen, aber spielt ja keine Rolle. Warum zeige ich das? Du kannst ja auch sowas zum Beispiel rein, ne, Bild abfotografiert hier, keine Ahnung, noch eine Blume nebendran, Tee nebendran, Kaffee nebendran, zack, so Zeit für Weiterbildung oder Zeit zum Lesen, so. Das kann man ja auch so, Ja. für was interessierst du dich? Also interessierst du dich für Schulze von Thun, also für Persönlichkeitsentwicklung, für das innere Kind und so weiter, ne? So, dadurch, wenn du das jetzt zeigst, sag ich, oh cool, geile Sache. Also das innere Team in Aktion, alter Verwalter, ich habe ein inneres Team. Also lass mal einfach mal lesen, was sind das überhaupt? Ne? Und dann sehe ich, okay, Friedmann, Schulze von Thun, Alter, das ist ein sehr schweres Teil da. Ne? Also, ne? So, deswegen, auch solche Sachen muss man dann einfach mal so zwischendurch mal reinhalten, damit die Leute das auch sehen. Ja. Ja? Und ich denke mal, da hast du vieles davon, vieles. Guck mal, du hast jetzt auf der Wand, sehe ich gerade bei dir da schöne Bilder, links von dir. Ja. So. Das heißt, das sind so ganz filigrane Arbeiten. Das sind ja nur Poster. Ja, oder Poster halt, ne? Aber das ist ja sehr, das ist ja wie so eine Schrift ist das, ne? Ist das? Ist da was Was ist das? draufgeschrieben? Das ist was draufgeschrieben, oder? Ja, was ist da gekauft? Ja, es macht ja nichts. Aber das sagt ja auch was über dich aus. Weil, Ja. ne, warum hängst du sowas Filigranes denn dann überhaupt drauf? Weil ich das schön finde. Ah, und warum? Weil du natürlich Weil so, ich lieber was schön ja, weil du finde. so, weil du so strukturiert bist, ne? Weil ich würde zum Beispiel sowas nicht hängen, einfach aus dem Grund, weil ich nicht so gerade so strukturiert bin, so filigran strukturiert bin. So. Ja. Heißt ja aber nicht, dass es, ne? Aber das ist ja auch zum Beispiel eine Sache, was man den Leuten auch als Branding mitteilen möchte oder könnte. So, ich mag solche Sachen, also wo ganz schön geschwungen ist und so, nicht viel in dem Bild, so einfach nur so ein paar kleine Elemente, finde ich sehr, sehr geil, Leute. So, und dann zeigst du das Ganze, machst ein Bild davon, super. So, machst du in 2 Tagen nochmals oder bist du irgendwo im Laden, siehst du das, sagst du, wow, ich kann kaum vorbeilaufen, hier schaut man das, möchte, oh, geil, 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 zack, ein Bild davon oder eine kleine Story. Ne? Aber das zeigt dann, okay, die steht auf solche Sachen, cool, sehr, sehr geil, also auf solche Designer-Sachen, so, sieht cool aus, ne? Dann kann man schon was mit dir verbinden, also die in Aktion, oder beziehungsweise gewisse Elemente aus unserem kompletten Leben, wo wir auch teilweise immer sehen, können wir dann mit dir assoziieren, mit dir verbinden, als Persönlichkeit. Und darum geht es ja, deine Persönlichkeit zu zeigen, wer du bist. Ja. Sehr gut. Deswegen versuch dich einfach mal, jeden Tag mal 3 Stories zu machen. Versuch mal. Das kriegst du locker hin. Also bei deinen Bildern, was du gemacht hast, du hast ja auch bestimmt irgendwelche Tipps, die du auf Lager hast. Einfach raushauen, und einfach mal zeigen. So, schaut mal, Leute, ich habe einen geilen neuen Look, Bearbeitungslook. So, schaut mal 2017, 2019, haltet die 2 Bilder nebendran. Was gefällt euch besser? So, ja, daraus kannst du schon mal 3 Stories locker machen. So, weil 15 Sekunden sind schnell rum. Das, was ich eben gerade reingesprochen habe, das waren 3 Stories. Ja. Das ist schnell rum. Ja, vor allem, wenn du sehr viel redest, ja, vor allem, wenn du magst viel reden, dann ist das wirklich sehr, sehr schnell rum. Ja. Ja. Okay, so. Genau, das wäre das, was ich dir heute mitteilen wollte. Gut. Hast du da eine Frage dazu? Nee, jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Okay. Nee. Meine Frage jetzt einfach an dich, was konntest du jetzt aus diesem Livestream mitnehmen, Lena? Weil es ist jetzt ganz wichtig, dass man das einfach so ein bisschen nochmal kurz Revue passieren lässt. Einfach, dass wenn ich wirklich Kunden ansprechen will, dass ich mit meiner Seite jetzt direkt nicht das repräsentiere, also dass man das halt besser darstellen muss. Was mache ich eigentlich? Was können die Leute von mir erwarten? Und dass man halt dann auch wirklich das zeigt, was man auch gerade macht und nicht diesen alten Kram da. Was habe ich mal gemacht? Ach, genau. Ja. Sehr cool. Ja.
Sehr gut. Und wenn du das jetzt noch mit den Storys so ein bisschen noch mit reinfügst, dann bin ich ganz glücklich. Genau. Ja, schon mal sehr, sehr gut, dass du das für dich auch so mit reinnimmst. Genau. Schau mal, jetzt von der Bearbeitung her, du musst es jetzt nicht von jetzt auf gleich alles machen, ne, sondern führe das so nach und nach ein. Also klar, dass man sich jetzt nicht kann, 2 Monate dafür Zeit lässt, sondern einfach versucht das, was du verändern möchtest jetzt aus diesem Ganzen, was ich erzählt habe, versucht das einfach jetzt wirklich nach und nach so ein bisschen einzufügen. Also nicht alles auf einmal, sondern wirklich nach und nach, damit du da auch für dich jetzt dich nicht selbst überforderst, weil das geschieht halt sehr, sehr schnell. Man erzählt viel, Leute schreiben sich das auf, fangen an und dann Feierabend. Warum? Weil die einfach diesen Berg an Arbeit sehen, denken so, Alter, Verwalter, das alles und das alles, ich habe doch keine Zeit, ich bearbeite den ganzen Tag, wann soll ich das machen? Ja, dann ist das Problem da, dass man eigentlich gar nichts macht. Und das ist ja nicht das Ziel, dass man nichts macht, sondern nimm dir einfach mal vielleicht einen Bereich erstmal, dass du einfach mal Bilder aussortierst. Ne? Erstmal alle Bilder aussortierst. Dann machst du das 2, 3 Tage und dann machst du den nächsten Schritt. So. Aber dass du das halt kontinuierlich machst. Dass du diese riesen viel Arbeit jetzt einfach mal so ein bisschen auf unterteilst. Ne? Das ist enorm wichtig. Weil dann bleibst du auch wirklich dran und dann bleibst du auch wirklich an der Sache. Ne? Wunderbar. Sehr gut. Also, wen haben wir jetzt noch drin? Den Frank und die Nathalie. Meine Frage an euch, ihr Lieben, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Also, was hat denn jetzt im Ort schon? Leider habe ich nicht im Hotel keine stabile Internetverbindung für den Stream, okay? Das wird aufgezeichnet, ja, auf jeden Fall. Da war richtige Information hilfreich. Danke, ja, sehr gerne. Genau. Wen haben wir noch? Frank. Frank, hast du noch Fragen? Wenn ja oder wenn nein, dann einfach kurz ein Herzchen oder was auch immer reinstellen, damit man auch Bescheid weiß. So. Okay, anscheinend dann nicht. Super. Also. An dieser Stelle, Lena, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dann auch dabei warst, auch jetzt tapfer durchgehalten hast bis zum Schluss und dass du dann auch offen genug bist, dir das Ganze auch anzuhören und das auch dann anzunehmen. Sehr, sehr geil, weil leider Gottes sind es nicht alle. Ja, nicht alle. Und das, was wir bis jetzt gemacht haben, führt uns zu dem Ergebnis, das, wo wir jetzt gerade sind. Und wenn wir die gleichen Ergebnisse oder das Gleiche machen, was wir schon gestern gemacht haben, führt es uns immer noch zu den gleichen Ergebnissen, die wir gestern hatten. Also von daher auch Veränderung ist halt wichtig, aber die muss man auch annehmen und vorgehen. Und deswegen danke, Lena, dass du dabei warst. Sehr, sehr cool. Und Gemma, ich werde deinen Account auf jeden Fall beobachten. Von daher. Keine Sorge, ich bleib da dran. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich und macht's gut. Danke auch. Ciao, ciao.